Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der Kanal von Fabricium. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und vielen herzlichen Dank für die vielen netten und lieben Kommentare zum Cutter Deluxe, das letzte Video, das wir gemacht haben. Es war wirklich super. Ja, motivierend, was da alles zurückkam an Feedback und wohlwollenden Kommentaren. Also wirklich tausend Dank dafür, hat uns sehr gefreut. Ich habe mir jetzt überlegt, was passt denn zu so einem Cutter? In der Regel wird man den ja nicht zum Karton zerschneiden verwenden, sondern vielleicht eher zum Anreißen, zum präzisen Markieren von Maßen an dem Werkstück. Nun, was passt dazu? Natürlich ein entsprechend guter und schöner Winkel. Wir bauen also in diesem Video zusammen einen Winkel Deluxe. Und wie immer haben wir uns natürlich ein paar Schmankerl einfallen lassen und ein paar Besonderheiten eingebaut. Auf der Unterseite lässt sich der Winkel mit zwei Einstellschrauben präzise auf 90 Grad einstellen. Die Zunge lässt sich einfach austauschen, falls man sie mal versehentlich verbiegen oder verkratzen sollte. Ja, und natürlich haben wir wieder ein bisschen auf die Optik geschaut mit einem schönen geriegelten Holz, einem Mosaikpin wie beim Cutter. Die Zunge ist mit einer Palladiumschicht versehen, damit sie uns nicht anläuft. Und am Ende das Eichenblatt-Logo verbleibt in Messing, wird dann hoffentlich irgendwann ein bisschen oxidieren, sodass es noch deutlich herauskommt. Ja, dann legen wir gleich los und schauen uns mal an, was wir alles an Bauteilen brauchen. Bleibt dran, wird bestimmt ein spannendes Video. Wieder verschiedenste Materialien dabei, unterschiedlichste Techniken. Zum Schluss werden wir sogar ein bisschen galvanisieren zum ersten Mal. Also sicherlich für jeden was dabei, auch wenn ihr schon so einen Winkel haben solltet. Los geht's! Ein schönes Stück Holz haben wir hier, und zwar einen Riegelahorn. Ihr wisst ja, ich bin Freund von dieser geriegelten Maserung. Den hatte ich noch übrig vom Besäumen einer Bohle. Und da schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich glaube, ja, das wird eine schöne Sache. Weiter geht's mit Messing-Flachmaterial. Beide Stücke hier 2 mm stark, einmal 40 mm breit, einmal 20 mm breit. Die 40 mm sind für diese Zunge hier oben. Ich habe jetzt bewusst keinen Federstahl gewählt, denn der ist einfach schwieriger zu bearbeiten. Ist schon klar, Messing ist jetzt nicht optimal für das Ganze, kann verbiegen und man kann es vielleicht auch verletzen, wenn man da mit einem scharfen Anreißwerkzeug entlang fährt. Aber da muss man halt ein bisschen aufpassen mit dem Winkel. Die 20 mm sind für diese beiden Flanken hier an der Seite. Dann haben wir hier noch ein Messing-Vierkant mit 3 mm, ein Messing-Rohr mit 10 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser, zwei Gewindehülsen aus Edelstahl, man kann natürlich auch Messing nehmen, M4. Dann haben wir hier drei Gewindestifte, M4, zwei Gewindemuffen, Innengewinde M4 und zwei Kontermuttern, flache Form, ebenfalls M4. Und last but not least, den Mosaikpin, das ist noch das Reststück von dem Deluxe Cutter, das ich hier verwende. Den brauchen wir quasi als Drehachse für die Zunge. Dann schauen wir uns doch einfach mal kurz an, wie der Winkel aufgebaut ist. Dazu werfen wir einen Blick auf die 3D-Explosionszeichnung im Cut-Programm Moments of Inspiration. Grundsätzlich besteht unser Winkel aus einem Schenkel und einer Zunge. Diese Zunge ist drehbar gelagert, und zwar dreht sich die um unser Mosaikpin. Das hat natürlich auch Designaspekte, aber primär ist es die Drehachse. Um nun den Winkel einzustellen, müssen wir die Höhe dieser beiden Druckbalken im Inneren, also unsere Messing-Vierkante, verändern. Das können wir bewerkstelligen über diese beiden Gewindestifte hier, die wiederum in zwei Gewindeeinsätzen laufen und anschließend mit zwei Kontermuttern fixiert werden können. Wenn unsere Einstellung dann passt, wollen wir die Zunge natürlich auch fixieren, und das passiert über diese Andruckhülse hier. Die wird eben über zwei Hülsenmuttern, also die da hinten und die vordere, und einen Gewindestift an unsere Messingzunge angepresst, und die wird damit fixiert. Unser Schenkel bekommt dann noch links und rechts jeweils eine Flanke aus Messing, sodass wir zwei saubere Anlagekanten haben. Dann geht's auch schon los, liebe Zuschauer. Wir sägen uns zunächst einen Streifen vom Riegelahorn an der Bandsäge zurecht und hobeln den dann schön aus. So,
So, dann schauen wir mal von der Stärke her. 9,5 Volt mal haben. Ja, ich denke, das passt. Es ist uns hier nur leider der Wurm untergekommen. Der mag anscheinend auch Riegelahorn. Naja, also entweder es kommt auf die Innenseite, vielleicht ist das Brettchen aber auch lang genug. Gehobelt und auf Breite gesägt ist es unser Riegelahornbrettchen und da sägen wir uns jetzt zwei Stücke mit der Handgärungssäge auf 130 mm Länge ab. Der ein oder andere Zuschauer wird sich fragen, warum ich denn solche Schnitte immer mit der Handgärungssäge mache und nicht an der Tischkreissäge, wenn ich schon eine habe. Und ich möchte euch einfach mal die Schnittqualität zeigen, die man bei solchen Querschnitten hinbekommt mit so einer Säge. Ich finde, das ist einfach beeindruckend. Dann schauen wir uns die Klötzchen ein bisschen an, auch von der Maserung her, wie sie am besten zusammenpassen. Die schönen Seiten natürlich immer nach außen. Und wenn wir die ideale Position gefunden haben, markieren wir das entsprechend, damit wir das so beibehalten können. Wo werde ich die Vorderseite machen? Ich mache hier vorne und hier mache ich hinten, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, was schöner ist. Ja doch, hier hinten. Dann markieren wir uns im nächsten Schritt die Begrenzungen für diese Kanäle hier an, also die untere und die obere Begrenzung. Da kommt ja dann dieser Messing-Vierkant rein. Übrigens, ich habe am Anfang des Videos gesagt, der hat 3 mm im Quadrat. Das ist falsch, tut mir leid, der hat 4 mm. Wie dem auch sei, wir brauchen jetzt also diese beiden Maße, 18 und 98, einmal auf der Unterseite und auf der Oberseite natürlich jeweils auf den Innenseiten. Die Nuten fräsen wir uns am Oberfräsentisch ein. Ich habe dazu schon einen 4er Nutenfräser eingespannt und den Abstand vom Fräser zum Anschlag, da brauchen wir also 5 mm, den stellen wir uns wieder mit einem Parallelendmaß ein. Ist also eine ganz tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Geht wesentlich besser als messen und man kriegt präzise Ergebnisse. Von der Höhe her gehen wir ein bisschen über 2 mm, dann hat unser Vierkant noch ein bisschen Luft und kann sich somit besser bewegen. Hammer 2,1 sollte reichen. Festziehen. Und gut ist. Und dann können wir uns schon von unserem Vierkant zwei Stückchen A 70 mm absägen. Man kann das übrig gebliebene Stück von dem Messing-Vierkant verwenden, um diese Nuten hier ein bisschen auszuputzen, damit unsere Vierkantstäbchen schön gleiten. Dann zeichnen wir uns die Mittelpunkte für die Bohrungen der Zungenbefestigung, also die beiden hier oben, an. Oben kommt die Bohrung für unser Mosaikpin durchgehend rein, eine 10er Bohrung. Ich habe daher die beiden Schalen zusammengeklemmt mit Leimzwingen. Jetzt können wir das Ganze noch an und dann können wir hier beide zusammen mit einem 10er Bohrer durchbohren. Und ich habe jetzt auch die Steine bzw. die Vierkante drin, dass das wirklich schön parallel übereinander liegt. In der Vorderseite haben wir eine zweite 10er Bohrung durchgehend eingebracht und auf der Rückseite brauchen wir an der Stelle eine Stufenbohrung.
Und zwar mit einem 10er Bohrer 5 mm tief und den Rest dann mit einem 5er Bohrer. Für die 10 mm Bohrung möchte ich so einen tiefen Begrenzungsring nehmen. Wer das letzte Video von uns gesehen hat, der hat ja auch gesehen, dass der Probleme gemacht hat. Hat sich also verstellt während dem Bohren und damit ist die Bohrung tiefer geworden als gewünscht. Ich habe jetzt hier eine schöne Alternative gefunden und mir gekauft. Und zwar funktioniert das bei dem Ring so, dass er eher wie eine Schelle arbeitet. Das heißt, die Schraube drückt also auch nicht auf den Bohrer, sondern es zieht sich halt zusammen, das Ganze. Drillo Tools heißt die Firma. Und ja, das gefällt mir jetzt mal recht gut und das schauen wir uns jetzt mal an. Jo, passt, würde ich sagen. Als nächstes fräsen wir in den Schalen auf der Innenseite die Tasche für diese Zunge aus. Das Messing hat eine Dicke von 2 mm, das heißt, wir müssen hier 1 mm in die Tiefe gehen und von oben weg gehen wir 36 mm rein. Bisschen streng geht es noch, aber ich möchte es innen ja noch ein bisschen schleifen, planschleifen und ich denke, dann passt's. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Griffmulde, die hier rein soll. Und ich habe das erstmal bei einem Probestück ausprobiert, nicht dass wir uns den schönen Riegelauern versauen. Ja, liebe Zuschauer, das hat so mittelprächtig funktioniert mit dem Hohlkehlfräser. Das Problem ist, dass man hier an den Wendepunkten oder in den Ecken, ja Ecken sind sie ja nicht, an den Endpunkten, so muss man sagen, kleine Brandspuren kriegt, sieht man hier vielleicht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgeschliffen, die waren noch schlimmer, aber das ist recht mühselig. Ich habe es mit verschiedenen Drehzahlen probiert, wobei es eher langsamer sogar noch besser geht. So mit 3.000, 4.000 kriegt man weniger Brandspuren als mit 20.000 Umdrehungen. Aber naja, ist halt eine rechte mühselige Schleiferei, das rauszubekommen. Ich habe festgestellt, am besten geht es eigentlich mit Stahlwolle. Man staune, aber es ist besser als Schleifpapier. Na gut, wie dem auch sei, jetzt leimen wir es erstmal zusammen und das muss ich halt dann noch ein bisschen nacharbeiten. Diese Messing-Vierkantstäbchen, die kriegen jetzt von mir so einen kleinen Holzwachsüberzug, damit, falls da doch irgendwie Leim reinkommen sollte, uns die nicht festkleben. Ich hoffe, das hilft was. Schauen wir mal. Besser als nichts auf jeden Fall, denke ich mal. Genau. Sparsam Leim drauf. Dann legen wir unsere gewachsten Stäbchen ein. Und dann spannen wir das Ganze in der Hobelbank. Ja. Geht auch noch. Sollte passen. Das Klappern ist gut, die Messingstangen sind in Bewegung. Als nächstes zeichnen wir uns die Positionen für die Bohrungen auf der Unterseite an. 7 mm. Zum Setzen dieser Bohrungen haben wir hier so ein Konstrukt aufgebaut. Und zwar zunächst dieses Griffstück natürlich rechtwinklig hier eingespannt in einem Schraubstock. Der ist wiederum hier gegen einen Anschlag gesetzt und auch auf der Seite gegen einen Anschlag, sodass das Ganze reproduzierbar ist. Den 6er Bohrer wieder mit einem tiefen Anschlag auf 18 mm eingestellt. Das heißt, wir werden erst die 6er Bohrung bohren, die dann mit einem 10er, nee, 10,5er Bohrer auf.
das Ganze dann umdrehen und nochmal bohren. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wofür wir eigentlich diese 10,5er Bohrungen hier brauchen. Und zwar sollen ja später diese Kontermuttern festgezogen werden können. Und dazu kann man dann so einen Rohrschlüssel verwenden. Und der hat eben genau 10,5 mm Außendurchmesser. Als nächstes, da sollen ja diese Gewindeeinsätze rein. Die haben ein M6er Außengewinde. Und nachdem das alles ja sehr empfindlich hier ist, schneiden wir uns das Gewinde vor mit einem M6er Gewindeschneider. Die Gewindeeinsätze können wir uns gleich eindrehen. Ich habe sie dazu auf eine M4er Schraube mit Kontermutter gesetzt. Und die können wir jetzt hier einfach mit dem Imbusschlüssel in dem Fall einschrauben. Und so sollte das dann aussehen, wenn beide Gewindeeinsätze eingeschraubt sind. Von dem 10er Messingrohr haben wir uns jetzt ungefähr 5 cm abgeschnitten. Jetzt ist natürlich da unten diese Fläche nicht schön. Das heißt, wir werden die jetzt hier mit der Bohrmaschine und einer Granitplatte, ein bisschen Schleifpapier, planschleifen. Also eine gute Variante für alle die, die keine Drehbank zu Hause haben. Ja, so kann das dann aussehen. Schaut ganz ordentlich aus, finde ich. Für die vordere Anpresshülse messen wir uns die Tiefe aus bis zur Zunge. Für unsere Hülsenmutter brauchen wir noch eine Senkung hier in dieser Anpresshülse. Die haben wir jetzt erstmal zentrisch fixiert im Schraubstock unter Zuhilfenahme von dem Bohrer einfach. Und dann gehen wir jetzt hier noch mit dem Senker rein und senken es auf. Die Hülsenmuttern sind ein bisschen zu lang, deswegen flexen wir es jetzt ab mit so einem Mini-Tool hier. Dann schauen wir mal. Ja. Dann reißen wir uns in der einen Flanke den Ausschnitt für die Zunge an. Da brauchen wir so eine kleine Aussparung. Und dann sägen wir es auf an der kleinen Bandsäge. Ja, muss man natürlich jetzt noch ein bisschen feilen, aber ich denke, das sollte was werden. Ich habe in diese Flanken jetzt noch Löcher gebohrt. Da sollen später noch Messing, Pins oder Dübel rein, damit das Ganze besser hält. Und diese Bohrpositionen übertragen wir jetzt auch ins Holz. Und dazu leimen wir uns diese Messingflanken mit 2 Tropfen Sekundenkleber, also ganz wenig, sodass wir es wieder runterbringen, an. Und dann können wir das bohren und dann hoffentlich wieder leicht runternehmen. So, dann können wir unsere Flanken mit 2 Komponentenkleber aufkleben. Ich habe sie vorher aufgeraut mit rauem Schleifpapier, dann entfettet mit Alkohol, 2 Komponentenkleber angerührt. Und dann streichen wir hier mal schön ein. Dann kommt unser Teil drauf. Bisschen verschieben, damit er sich verteilt, der Klebstoff. Und dann kommen hier unsere Pins rein, damit die Position bleibt. Einmal. Zweimal.
Okay. So schaut das Ganze jetzt aus und dann lassen wir es mal über Nacht trocknen. Ja, liebe Zuschauer, die Überstände von dem Messing habe ich also abgefeilt und dann anschließend noch mit der Ziehklinge bearbeitet. Das geht recht gut, da kriegt man also eine ganz schöne Oberfläche, eine ganz schöne Qualität hin. Und jetzt schleifen wir uns noch am Tellerschleifer oben und unten einen großen Radius dran, dann wird das Ganze noch ein bisschen schicker. Die Messingzunge habe ich abgelenkt auf 250 mm und wir wollen die jetzt ja drehbar in diesem Heft lagern. Das ist ja auch der Gag an der ganzen Geschichte, dass das hier einstellbar ist. Die Drehachse ist unser Mosaik-Pin, das durch diese 10 mm Bohrung geht. Das heißt, wir brauchen natürlich auch in der Zunge eine 10 mm Bohrung. Wie bringen wir die jetzt rein? Ich habe mir folgendes Vorgehen dazu überlegt. Als allererstes mal hinten die Schrauben ganz rausdrehen, dass die beiden Vierkante auch ganz unten sind. Dann legen wir uns hier als Distanzstück quasi einen 1,5er Bohrer ein. Wir brauchen ja nach unten ein bisschen Luft, damit sich die Achse dann später auch bewegen kann, beziehungsweise die Zunge bewegen kann. Hier sollte dann auch ein bisschen Luft sein, so viel muss es gar nicht sein, so ein Millimeter ungefähr. Wenn es weniger ist, macht es auch nicht, kann man ja noch schleifen notfalls. So, und dann habe ich mir hier aus dem 10er Rundmaterial, Messing-Rundmaterial, ein Stückchen abgeschnitten, mit dem 6er Bohrer aufgebohrt. Und da können wir jetzt eben mit dem 6er Bohrer hier einfach vorbohren. Das ist also einfacher, als gleich mit dem 10er reinzugehen. Mit dem 10er wird man vielleicht das Holz da verletzen. Und dann bohren wir das Messing hinterher mit einem Stufenbohrer auf die 10 mm auf. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das machen wir jetzt einfach. Für die Bohrung zur Feststellung der Zunge gehen wir analog vor, die Andruckhülse einfach als Führung nehmen und dann in die Zunge unser Loch bohren. Diese 10er Bohrung habe ich aufgesägt, dadurch haben wir die Möglichkeit, diese Zunge auch mal zu tauschen, falls wir sie verkratzen oder verbiegen oder was auch immer. Also einfach diese Feststellung hier lösen und dann kann man die einfach rausziehen und durch eine neue Zunge ersetzen. Die Eichenblätter habe ich spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker auf Katalogpapier ausgedruckt und das fixieren wir uns jetzt hier ein bisschen aufs Messing und dann gehen wir mit dem Bügeleisen drüber und übertragen den Toner aufs Messing, hoffentlich. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, liebe Zuschauer, so schaut es jetzt aus. Ich habe das Eichenblatt also per Bügeleisen aufs Messing übertragen und im nächsten Schritt möchte ich das Messing jetzt eben mit einer Palladiumschicht galvanisch versehen. Und ich stelle mir eben vor, dass das Eichenblatt dann quasi messingfarben bleibt, der Rest eben ja, Palladium-Silber, silbern glänzt und das probieren wir jetzt aus. Ja, ganz kurz zum Aufbau, was braucht man alles dazu? Ich habe hier ein Labornetzteil mit 4,5 Volt eingestellt, das hat Maximum 5 Ampere, aber ich glaube, die braucht man gar nicht. Dann wird daran eben unser Messing angeschlossen an den Minuspol.
die ja, so ein Stift mit einer Graphitelektrode wird an den Pluspol angeschlossen. Da haben wir so eine Art Tampon dran. Und das Ganze tauchen wir jetzt eben in unseren Elektrolyten ein. Und dann legen wir los und platinieren das Ganze oder paladinieren das Ganze. Ja, warum mache ich das mit der Palladiumschicht? Zum einen erhoffe ich mir dadurch, dass es noch netter ausschaut, wenn es so ein bisschen silbrig ist, die Zunge. Zum anderen denke ich, ist es ein Oxidationsschutz fürs Messing, dass uns das Messing halt nicht anläuft. Und ja, klar, man könnte natürlich auch einen Zaponlack drüber machen, ist vielleicht einfacher. Aber ich war jetzt auch einfach mal neugierig, wie das funktioniert mit diesem galvanisch Metalle auftragen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Also auch Premiere bei mir. Und wahrscheinlich mache ich jetzt auch 1000 Fehler. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Das mit dem Eichenblatt hat ganz gut funktioniert. Wenn das Messing dann irgendwann noch mal ein bisschen oxidiert, wird man es vielleicht sogar noch besser sehen. Das Aufbringen der Palladiumschicht war alles in allem sehr zeitaufwendig, kann man sagen. Und ich bin jetzt nicht 100% zufrieden. Also es gibt immer noch irgendwo Stellen, da will es nicht so recht angehen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum. Ich habe es dann auch nochmal gesäubert, nochmal geschliffen teilweise. Aber es hat nicht partout nicht angehen wollen. Vielleicht ist ja ein Galvanik-Spezialist unter euch dann gerne ein paar sachdienliche Hinweise, wie man sowas besser machen kann. Dann ölen wir unseren Schenkel noch schön ein. Ich verwende jetzt hier eine Mixtur aus ausgekochten Walnüssen. In Öl habe ich die gekocht. Einen Teelöffel Kaffeesatz habe ich noch rein. Und einen Schuss von dieser Farbpaste für Kunstharze, Bernsteinfarben. Dann kriegt das Ganze noch so einen leicht ja, orangefarbenen Ton. Und ja, ich glaube, das kommt ganz gut. Zum Einstellen des Winkels habe ich den guten alten Pythagoras herangezogen und entsprechend ein großes rechtwinkliges Dreieck mit Linealen und Haarlinealen, die ich in der Werkstatt so finden konnte, und Panzertape und Schraubzwingen auf der Werkbank fixiert. Und damit wir den längeren Hebel haben, habe ich die Zunge des Winkels mit einem Stahllineal und Doppelklebeband auf einer ebenen Fläche verlängert. Den Winkel mal voreingestellt und schon mal angelegt, und da sieht man schon, dass es noch nicht so ganz passt. Hinten geht es also noch deutlich auseinander, das heißt, da muss man noch nachstellen. Mit dem Sechskantschlüssel am vorderen Stift also etwas nachgestellt, wir wollen die Zunge ja nach oben bringen. Und dann noch die Kontermuttern leicht anziehen und dann nochmal überprüfen, ob alles stimmt oder ob wir was verstellt haben. Dann probieren wir das Ganze noch praktisch natürlich aus, ob das alles so funktioniert. Einmal. Zweimal. Und ich denke, ja, das kann man lassen. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist er fertig, unser Deluxe-Winkel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntet. Ich für meinen Teil habe dazugelernt. Die Geschichte mit dem Galvanisieren habe ich schon gemerkt, das muss ich mir nochmal anschauen. Aber gut, das ist ja auch ein bisschen das Ziel von solchen Projekten, nicht nur das Endergebnis als solches. So ein Winkel kann man sich ja auch kaufen. Ja, ich weiß, liebe Kritiker, kostet nicht das Vermögen. Und man muss ihn vielleicht auch nicht unbedingt einstellen, aber es geht ja um den Weg auch ein Stück weit, was man dabei lernt und auf andere Projekte vielleicht übertragen kann. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr, als mich erstmal recht herzlich bei euch zu bedanken für die vielen netten Kommentare und die vielen Abonnenten. Wir haben jetzt mittlerweile 25.000 Abonnenten geknackt. Das ist natürlich super und eine immense Motivationsspritze. Vielen herzlichen Dank dafür. Da wünsche ich euch natürlich eine schöne Restweihnachtszeit und für das neue Jahr das Beste, vor allem Gesundheit, viel Glück, Erfolg und alles, was ihr euch selber wünscht. Dann freue ich mich auf das nächste Video zusammen mit euch und sage Servus, euer Markus.